beschreibt hier dann den Zustand von jemandem, der diese Eigenschaft innehat, die Furcht. Er sagt, seine Jawarih, das heißt seine Körperteile, kommen in Ordnung. Mit der Ordnung ist hier gemeint, dass er sie nur so verwendet, wie er sie verwenden darf. Sein Herz wird demütig und leicht, es wird zäh. Die Hochmut, Al-Kibr, Al-Hiqd, Al-Hasad, Neid, Groll und derartige Eigenschaften verlassen ihn oder sie werden verdrängt von der übernehmenden Furcht in seinem Herzen. Und dadurch, dass er seine Blicke, sein Augenmerk auf seinen Abgang richtet, er richtet sein Augenmerk auf den Abgang von ihm aus dieser Welt, so dass er gar keine Zeit findet, um sich mit anderen Dingen, mit anderen Gedanken zu beschäftigen. Darum liegt seine Beschäftigung in den meisten Fällen nur in zwei Dingen, der Muraqaba und der Muhasaba. Al-Muraqaba ist die Achtung Allah Ta'alas in deinen Aussagen, deinen Taten, deinen Gedanken. Und die Muhasaba ist die Rechenschaft mit sich selbst. Er ist aufgrund seiner Furcht mit diesen zwei Dingen beschäftigt. Die Muraqaba Allahs und die Muhasaba. Und die Mujahada natürlich, sie beinhaltet all das. Die Mujahada ist das, die Anstrengung, die er auf diesem Weg aufbringt, die Anstrengung, sich selbst, sich selbst zu züchten. Und Geiz, er ist geizig. Geht das? Hä? Geizig mit seiner Zeit. Er geizt mit seiner Zeit, mit seinen Atemzügen und ist mit der Mu'akhada, mit seiner Selbstkritik beschäftigt und der Rechenschaft hinsichtlich seiner Gedanken, seiner Blicke, seiner Worte, die er aussagt. Im Grunde genommen ist sein Zustand wie jemand, er sagt, sein Zustand ist wie jemand, der in die Hände, ich weiß nicht, das Wort Hände ist nicht so passend, mir fällt kein anderes ein, in die Hände eines Raubtiers fällt. Ja, er ist wie jemand, der in die Hände eines Raubtiers gefallen ist und er hat jetzt nur einen Gedanken oder zwei Gedanken. Er hat den Gedanken, also diese Furcht einmal, er hat die Furcht, von diesem Raubtier gefressen zu werden, und der andere Gedanke ist, dass er darauf hofft, dass dieses Raubtier ihn mal aus den Augen lässt, damit er flüchten kann. Das ist sein Zustand, dieses Menschen, der Furcht vor Allah Ta'ala verspürt.